Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum vierten Teil von Portal 2. Wir sind hier stehen geblieben und ja, gehen wir gleich mal hier weiter. Das ist jetzt Testkammer 8 von 22. Und schauen wir mal, was hier so vor sich geht. Gut. Was passiert hier? Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. Wow, sehr hilfreich. Der Strahl muss einfach nur da reinführen. Was macht das hier? Die Kamera sollte mal weg. So, ich möchte mal schauen, ob der Laser da durchgeht. Ja, geht sogar. Das macht dann einen Würfel hin. Machen wir es Orangene mal so hin, dass es trifft. Ach so, das ist doch da. Dann. Ah, okay. Ich müsste mich hier also irgendwie durchteleportieren. Das macht, dass ein Würfel rauskommt. Ah, okay, ich weiß schon, was ich machen muss. Gut, gehen wir mal hier zurück. Den Würfel kann ich hier mitnehmen? Nein. Ah. Das ist natürlich doof. Achso, nein, doch nicht. Geht doch alles klar. Aha. Ist schon wieder alles da. Aber ist nicht so einfach zu lösen. Das muss man schon sagen. Also ein bisschen länger braucht man da dann schon. So, dann muss der hier hin. Das trifft und dann können wir jetzt hier nämlich wieder zurückgehen. Ja, perfekt. Dann können wir auch schon weiter. Aperture Laboratories. Ich werde die Party jetzt gerade eben nur 15 Minuten lang machen, weil ich jetzt nicht sehr viel Zeit habe gerade eben. Ich aber jetzt noch zwei Parts mindestens aufnehmen möchte. Was soll das? Okay, einfach ignorieren. Hey, ich mag zurück. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht? Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre mein Ende. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Das ist urgemein. Der Vogel, ist das zu fassen? Und dann hat er. Du hast Hallo, die du Ladekapazität lebst noch. überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Aber das ist cool. Ich hätte nicht gedacht, dass der noch lebt. Ich mag heute mit dem reden eigentlich.
Aber jetzt wissen wir schon mal, dass der noch lebt. Whitley oder so, glaube ich, heißt der. Gut, dann gehen wir mal weiter. Au. Au. Ja, wir haben es geschafft. Gut, dann sind wir schon mal ein bisschen weiter. Hier muss ein Laser reintreffen. Dann geht die Tür auf. Das ist dann vermutlich der Laser hier. Und da ist ein Knopf, dass so ein Würfel runter... Ah, okay. Schon verstanden. Das heißt, ich muss mit Speed dann hier durch. Irgendwie. Gut, dann muss ich das blaue... Ah, okay, ich weiß schon. Blaue hier hin und dann so. Hui! Und dann sind wir da oben. Und wir bekommen einen Würfel dort hinten. Gut, dann das Ganze nochmal. Hui! So, jetzt haben wir den Würfel. wenn wir den haben. Wir müssen den dort rüber leiten. Glaube ich, ja. Und da hinten muss es raus, okay. Das heißt, orange und blau, sagen wir. So, dann trifft das einmal. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da raufkommen. Okay, das heißt, wir können das doch noch nicht machen. Wir müssen nämlich zuerst mit Schwung da drüber. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler, ein fetter Adler. Kannst du bitte mal aufhören, mich die ganze Zeit fett und sonst irgendwas zu beleidigen? Ich bin ziemlich dünn. Und das meine ich jetzt im Ernst. Ich bin wirklich ziemlich dünn. Ja. Okay, Testkammer geschafft. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Wow, wie nett. Danke. So. Die Kameras... Warum startet jetzt Musik? Die Kameras sind auch unkaputtbar. Okay, man kommt hier rauf. Achso, da kommt der Laser raus und wenn das trifft, dann ist hier dieses Abfangdingensbummens. Okay, man kann hier aber auch wieder runter. Können wir denn irgendwo hin? Was ist denn hier unten? Okay. Ich schau mal, dass ich da drüber komme. Damit ich mir diesen Würfel hier holen kann. So. Haben wir schon mal den Würfel? Und ja, was bringt uns der jetzt hier? Da oben sind auch so Katapult-Dinger. Und da oben ist auch irgendwas. Der Raum ist so groß, ey. Warum ist der so groß? Ich kann den... Kann ich den... Ah, ich kann den einfach davor stellen. Okay, der Würfel bringt uns was.
Jetzt ist das hier weg, aber was bringt uns das? Ah, ich glaube, ich verstehe. Jetzt müssen wir nämlich hier runter. Hier runter. Und du Würfel bleibst bitte hier liegen. Und jetzt da müssen wir hin und her jumpen. Oder erstmal hier rauf. Okay, dann muss hier das Signal rausgehen. Okay, was macht der Knopf? Ich vermute mal, das ist... hallo! Gut. Meine Vermutung war richtig. Dann muss ich... Okay, ich muss nochmal runter. Und zwar kommt... warte, den hier von den blauen Platten runter. Geh weg. Und so. Dann blaues Portal. Dann... Okay, das Orange mache ich mal kurz woanders hin. Dann wieder rauf. Hui! Hui! Dann... Hier ist Orangene. Und jetzt müssen wir das Ganze von vorne machen, glaube ich. Achso, den Würfel muss ich noch mitnehmen dann. Nein, nein. Ah. Ich muss den Würfel eigentlich noch mitnehmen. Das ist ein Problem. Ah. Nein. Ja, ich brauche den Würfel noch, ey. Wie soll ich da jetzt wieder drankommen? Den Würfel habe ich einfach dort genommen. Den kann ich nicht wieder zerstören und neu holen. Ey, das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof. Warum habe ich den Würfel nicht mitgenommen? Aber ich kann das Blaue hier machen und dann wieder durchgehen. Und den Würfel mal runterwerfen. Dann muss hier wieder das Blaue hin. Gut, und jetzt funktioniert alles. Würfel, komm her. Wir fliegen ein bisschen. Hui, hui. Hui. Und fertig. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Gut. Beginnen wir die nächste Kammer noch. Testkammer 11. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen. Also lass es lieber. Okay, was soll das jetzt bedeuten? Was macht dieser Teppich, Tunnel, Licht, was auch immer hier? Wir können da auf jeden Fall dran lang laufen. Und das ist auf jeden Fall sehr praktisch, weil dann kommen wir da drüber. Es sei denn, wir sind idiotisch und springen irgendwie einfach runter. Wir müssen dann noch dorthin. Gut, ich habe schon eine Lösung dafür. Fast. Ja, das trifft schon eher. Wobei,
Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ach so, nee. Ich muss ja erst einmal hier das dann da drauf machen. Oder so. Oder. Jetzt habe ich gut getroffen. Damit ich den Würfel holen kann. Ich dachte, ich kann beides in einem machen. Aber das ging nicht ganz so. Achso, nee, hier muss ich den Würfel hinbringen. Wo hole ich denn den Würfel? Den Würfel. Ah, seriously, den Würfel hole ich dort. Kann ich darüber springen? Nein. Das erste Mal, dass ich glaube ich sterbe in Portal 2. Da muss ich lang. Aber ich würde sagen, das war's jetzt für den Part. In der nächsten Folge sehen wir dann, wie wir das lösen. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und schreibt was in die Kommentare. Bis zum nächsten Video und ciao!